Ja, ich möchte Ihnen heute die Online-Angebote der GTAI vorstellen, nämlich www.gtai.de und www.xpost.de. Die grundlegende Frage ist doch, wie kommen Sie schnell und unkompliziert an Informationen für Ihr Auslandsgeschäft? Und ich möchte Ihnen zeigen, dass sowohl www.gtai.de als auch www.xpost.de Ihnen dabei helfen können. Zunächst, Sie sehen es hier rot umrandet, soll es um GTAI gehen. Und da, wer uns noch nicht kennt, wir sind die Wirtschaftsfördergesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und wir sind eine hundertprozentige Tochter des Bundeswirtschaftsministeriums. Was machen wir? Also erstens, GTAI wirbt weltweit für den Standort Deutschland, also zum Beispiel über Kampagnen bei CNN oder auf Flughäfen. Zweitens, wir suchen weltweit Unternehmen für den Standort Deutschland und unterstützen sie beim Markteintritt. Drittens, GTAI bewirbt die Standortvorteile der neuen Bundesländer. Und viertens, in dieser Funktion bin ich auch heute hier, wir informieren deutsche Exporteure über Auslandsmärkte. Und dies tun wir, indem wir weltweit 360 Mitarbeiter beschäftigen. Sie sehen hier die Standorte. Alle Standorte im Ausland sind als Bürogemeinschaften unter dem Dach der Auslandshandelskammern organisiert. Und das gewährleistet insofern auch eine koordinierte gemeinsame Außenwirtschaftsförderung. Und Sie sehen es ja auch, die Standorte, die wir im Ausland haben, über 50 an der Zahl. Das ermöglicht dann eben auch, dass unsere Kollegen vor Ort nah am Markt recherchieren und ja, dass insofern dann eben auch die Marktberichte nah am Markt entstehen. Und ja, diese Marktberichte, die die Kollegen im Ausland verfassen, die landen dann bei uns in unserem Portal www.gtai.de. Und zwar umfasst unsere Datenbank über 20.000 Einträge seit 2014. Und nicht nur dieser schiere Umfang macht uns eigentlich einzigartig, wir halten auch Informationen zu kleineren Absatzmärkten bereit, insgesamt zu über 130 Ländern. Wir informieren auch fortlaufend, das heißt, wir aktualisieren auch unsere Berichte regelmäßig. Und wir bearbeiten aber auch Sonderthemen, zum Beispiel Megatrends wie die Digitalisierung, oder eben auch aktuelle Themen wie der Brexit oder der zunehmende Protektionismus. Also im Prinzip alles, Themen, die deutsche Exporteure, ja, interessieren. Nun möchte ich Ihnen zeigen, was Sie konkret bei uns erwarten können. Also das sind zum einen Branchenberichte. Ich habe hier mal aufgeführt unsere Branche Kompakt. Die bieten wir, also das ist im Prinzip eine Branchenkurzanalyse zu den wichtigsten deutschen Schlüsselbranchen, die wir jährlich aktualisieren und eben auch eine einheitliche oder eine einheitliche Gliederungsstruktur ermöglicht dann eben auch, dass man auch ja, unter verschiedenen Ländern diese Berichte miteinander vergleichen kann. Sie sehen hier links die Branchen, für die wir die Branche Kompakt aufführen. Darüber hinaus beleuchten wir aber noch viele weitere Abnehmerbranchen in den jeweiligen Ländern. Nur um eine Zahl zu nennen, alleine zur Bauwirtschaft haben wir über 1000 Einzelberichte vorliegen, zum Maschinenbau über 800. Ja, einmal Branchen, aber auch das geschäftliche Umfeld beleuchten wir. In diesem Falle möchte ich Ihnen mal zeigen, Recht und Zoll. Es ist ja häufig sehr zentral, um Geschäfte in den jeweiligen Auslandsmärkten zu machen. Zum Beispiel in manchen Ländern verbieten es bestimmte Investitionsgesetze, dass ausländische Firmen überhaupt in bestimmten Bereichen aktiv werden können. Und so haben wir eigene Rechts- und Zollexperten, die über die jeweiligen Gesetze und Regelungen im Markt informieren und auch ihnen Auskunft geben können. Zum Beispiel über Einfuhrbestimmungen und Lizenzen, über Zollsätze oder auch über steuerliche Regelungen. Daneben sind viele Unternehmen eben auch an Einschätzungen und Prognosen zur Konjunkturentwicklung interessiert. Auch dies decken wir eben mit verschiedenen Publikationen ab. Ich habe Ihnen hier einmal den Wirtschaftsausblick aufgeführt. Das ist eine Kurzanalyse zu den wirtschaftlichen Entwicklungen im Land, wo sie eben halt auch immer Prognosen
finden, wie sich die Wirtschaft in dem jeweiligen Land entwickelt. Das aktualisieren wir dann auch halbjährlich, denn die Konjunktur entwickelt sich natürlich sehr oder verändert sich eben auch sehr schnell. Markt- und Brancheninformationen sind aber nicht alles. Wenn Sie auch über geschäftspraktische Fragen informiert werden wollen, halten wir auch hier Informationen bereit, zum Beispiel zu Feiertagen weltweit oder wie Sie Verhandlungen im Ausland erfolgreich bestreiten, was kulturelle Fettnäpfchen sein können oder wie Sie bei der Vertrieb- und Handelsvertretersuche vorgehen. Kann man eigentlich sagen, die gefragteste Reihe in diesem Bereich sind die Lohn- und Lohnnebenkosten. Das habe ich Ihnen hier auch aufgeführt. Da finden Sie die aktuelle Arbeitsmarktsituation wiedergegeben in den jeweiligen Ländern, welche Fachkräfte gesucht werden und warum, welche Lohnkosten natürlich, also wie das Niveau ist, auch nach verschiedenen Branchen aufgegliedert und welche Lohn- und Lohnnebenkosten anfallen. Und diese Publikationen verfassen wir eben auch zu über 60 Ländern. Das heißt, auch da können Sie sozusagen zwischen verschiedenen Ländern oder auch Regionen Vergleiche ziehen. Schließlich finden Sie bei uns auch noch Informationen zu Entwicklungsprojekten und Ausschreibungen. Denn Projekte, die jetzt gerade auch durch internationale Geber und die öffentliche Hand finanziert werden, bieten eigentlich vielfältige Geschäftschancen im Ausland. Sei es jetzt als Generalunternehmer, da sind wir natürlich in Deutschland nicht mehr so gut aufgestellt, aber als Subunternehmer, Zulieferer oder eben auch Consultant. Und ein besonderer Service in diesem Bereich von uns ist, dass eben unsere Mitarbeiter diese Projekte und Ausschreibungsinformationen screenen, übersetzen, zusammenfassen und dann nach Branchen und Ländern gegliedert eben auch in unserer Datenbank abrufbar machen. Da an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Ausschreibungshinweise gegen ein geringes Entgelt bei uns zu erwerben sind. Also dadurch, dass wir jetzt eben vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert sind, bieten wir eigentlich 99% unserer Informationen kostenfrei an. Aber eben dadurch, dass das, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, so ein Aufwand ist, diese Ausschreibungshinweise zusammenzutragen, ist das dann eben eins der wenigen, Angebote bei uns, die kostenpflichtig sind. Ja, nun haben Sie gesehen, was wir an Inhalten alles bereitstellen, was ja wirklich eine Bandbreite ist. Und nun ist natürlich die Frage, wie kommen Sie an die Inhalte? Und da möchte ich Ihnen hier vorstellen, www.gti.de, das ist unsere Startseite. Da können Sie entweder auf Exportieren weltweit klicken und gelangen dann auf eine Unterseite, wo Sie wiederum weiterführende Informationen finden, Themenvorschläge. Oder aber Sie können auch auf den Reiter Trade klicken, sehen dann hier nochmal die Gliederung, internationale Märkte, Recht und Zoll, Entwicklungsprojekte und Ausschreibungen. In dem Zusammenhang möchte ich da auch nochmal auf die Länderseiten aufmerksam machen. Die Länderseiten, da finden Sie im Prinzip das gesamte Angebot der GTI zu einem Land übersichtlich dargestellt. Ich habe das mal hier am Beispiel China Ihnen aufgeführt. Und in der rechten Marginalspalte finden Sie auch immer einen Ansprechpartner der GTI, den Sie entweder telefonisch oder per Mail kontaktieren können. Jede Länderseite ist auch über einen Shortlink erreichbar, den Sie hier links. Der ist immer nach demselben Schema aufgebaut: www.gti.de und dann Schrägstrich das Land. Eine dritte Möglichkeit, wie Sie an unsere Informationen gelangen, ist die Freitextsuche auf der Startseite. Und die funktioniert im Prinzip wie eine Google-Suche über die gesamte GTI-Webseite. Das heißt aber auch, dass Sie sozusagen auch über die englischen Inhalte suchen, die jetzt wir bereitstellen für ausländische Unternehmen. Und insofern empfehle ich da immer nochmal auf Expertensuche zu klicken. Denn dann können Sie hier in der rechten Marginalspalte noch Ihre Suche verfeinern, Filter setzen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie arbeiten für ein deutsches Architekturbüro und sind auf der Suche nach Marktinformationen zur Bauwirtschaft in China.
Dann würden Sie hier rechts in der Marginalspalte bei Ländern China anklicken und unter Branchen Bauwirtschaft. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und Sie sehen die Trefferzahl 65 an der Zahl, wo Sie dann sozusagen sehen, das sind jetzt unsere Marktberichte zur Bauwirtschaft. Und daneben haben Sie hier die Funktion, sich die Suche zu speichern. Das heißt, Sie müssten dann nicht nochmal bei jedem Besuch der Webseite von neuem suchen. Außerdem können Sie auch sich einen E-Mail-Alert abonnieren. Das bedeutet, dass Sie dann neue Einträge zu dieser Suchabfrage als E-Mail von uns zugeschickt bekommen. Wir haben daneben auch noch weitere Standard-Newsletter. Sie sehen die hier, je nachdem, an welcher Marktinfo Sie interessiert sind. Aber wie gesagt, dieser E-Mail-Alert bietet wirklich, sagen wir mal, die individualisierteste Möglichkeit, wo Sie dann je nachdem, welche Branchen Sie interessieren oder auch welche Zielmärkte, das können ja auch mehrere sein, sich dann eben einen individualisierten Newsletter erstellen können. Hier sehen Sie das Nutzerprofil MyGTRI. Da haben Sie dann die Möglichkeit, eben abonnierte Suchen oder Newsletter auch anzupassen. Die Registrierung ist selbstverständlich auch kostenfrei. Daneben sind wir auch auf Social Media aktiv und informieren Sie da fortlaufend. Wir sind auf Twitter, LinkedIn, Xing und YouTube vertreten. Einmal mit GTI-weiten Accounts, aber auch mit regionalen spezifischen Accounts. Sie sehen das hier, GTI Lateinamerika oder GTI GUS. Und ein besonderer Service von uns ist unser Magazin Markets International. Es bietet im Prinzip einen Querschnitt über all unsere Marktinformationen, erscheint in Print und in Online alle 2 Monate und Sie können das Magazin ebenfalls kostenfrei abonnieren. Ja, damit haben Sie gesehen, was www.gti.de Ihnen bieten kann. Und nun komme ich noch mal kurz zu X-Post in den letzten Minuten. X-Post ist ein Portal, was die GTRI im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums betreibt. Und es ist eigentlich das offizielle Portal der deutschen Außenwirtschaftsförderung. Das heißt, mehr als 70 Institutionen, Organisationen und Netzwerke beteiligen sich an X-Post. Der Gedanke dahinter ist, dass man einen Wegweiser anbieten möchte, der durch die Angebote der deutschen Außenwirtschaftsförderung führt und dann eben auch Sie begleitet bei auf Ihrem Weg ins Ausland. Dabei bietet X-Post Basisinformationen zu allen Themen rund um den Export und die Außenwirtschaftsförderung. Ein zentrales Feature ist der Veranstaltungskalender. Meines Erachtens nach auch der ausführlichste, den es gibt im Bereich ja, Außenwirtschaftsveranstaltungen. Also wenn Sie wissen wollen, welche Veranstaltungen dieses Jahr zu Indien geplant sind, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie da auf X-Post mal nachschauen. Dadurch, dass sich dieser Veranstaltungskalender auch immer aktualisiert, können Sie sich natürlich auch aktuelle Meldungen als Newsletter zuschicken lassen. Um eine Zahl zu nennen, also in diesem Veranstaltungskalender sind mehr als 3.500 Termine registriert und über 150 Veranstalter im In- wie auch im Ausland speisen dort ihre Informationen hinein. X-Post bietet auch eine Geschäftskontaktbörse, den Business Finder. Und dort können Sie im Prinzip wie ja, in den sozialen Medien sich ein Profil anlegen. Andere Nutzer bzw. andere Unternehmen können Sie kontaktieren und auch Sie können die Unternehmen kontaktieren. Aber wichtig ist, hier bei der GTRI ist eben auch eine Redaktion extra dafür zuständig. Das heißt, jetzt so ungeliebte Werbekontakte nehmen wir im Vorfeld hier heraus oder lassen wir eben nicht zu. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass www.gti.de Ihnen aktuelle, vor allen Dingen sehr fundierte, ausführliche Marktinformationen bietet zu mehr als 130 Ländern weltweit. Und demgegenüber stellt X-Post einen Wegweiser dar, der durch die deutsche Außenwirtschaftsförderung leitet und Ihnen Basisinformationen zur Verfügung stellt, aber dann auch immer auf die jeweiligen
Institution verlinkt. Ja, damit bin ich am Ende angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich bin Projektreferent im Team DE International im DIAK in Berlin. War vorher lange bei der AAK in Italien. Das heißt, ich habe nach Berlin so ein bisschen Erfahrung aus einer AAK gebracht. Ich habe nämlich viele, viele deutsche Unternehmen bei der Kontaktanbahnung und allgemein beim Markteinstieg Italien unterstützt. Ich war damals Teamleader des Bereichs Markteintritt. Und werde heute über das Netz der AKs sprechen und die Angebote, die wir auch online für deutsche Unternehmen zur Verfügung stellen. Ja, die Organisation. Wir sind eine sehr große Organisation, sehr, sehr heterogen auch. Der DIAK ist der Dachverband der 79 IAKs in Deutschland und gleichzeitig Koordinator des weltweiten Netzwerks der Auslandshandelskammern. Wie gesagt, ich bin im AK-Netz eingesiedelt hier im DIAK und wir koordinieren die Kollegen weltweit bei ihrer Tätigkeit vor Ort. Im Team der DE International versuchen wir, die Kollegen bei der Erbringung von Dienstleistungen ganz konkret zu unterstützen. Das Netzwerk der AKs ist 125 Jahre, vor 125 Jahren gegründet worden. Unser erstes Büro in Brüssel wurde im Jahr 1894 gegründet. Deswegen fahren wir genau in diesem Jahr unser Jubiläum. Wir sind aber viel größer geworden. Wir haben heutzutage unter 40 Büros in knapp 92 Ländern. Wir sind eine Institution mit drei Funktionen. Wir sind einmal eine Mitgliedorganisation, das heißt, wir haben sowohl deutsche als auch lokale Mitgliedsunternehmen. Ähnlich wie bei den IAKs gibt es bei uns auch ein Ehrenamt. Unsere Ehrenämter sind überwiegend Vertreter aus mittelständischen Unternehmen, die natürlich sehr stark im Ausland tätig sind. Und was auch sehr interessant in unserer Konstellation ist, dass wir auch lokale Ausschüsse haben, wo natürlich unsere Mitgliedsunternehmen stark aktiv sind. Und mit diesen Ausschüssen und lokale Arbeitsgruppen versuchen wir über die aktuelle Situation im Land gemeinsam zu diskutieren und eventuell auch Positionspapieren oder Informationen für den DIAK und hier in Deutschland für die DIAK zur Verfügung zu stellen, damit wir auch gegenüber Politik und Behörden nicht nur vor Ort, sondern auch hier in Deutschland mit Argumente also Ohr verschaffen können für deutsche Unternehmen. Wir haben über 50.000 Mitgliedschaften weltweit und als Beispiel habe ich hier für Sie der Fall von Indien hervorgehoben. Die haben mehr als 6.000 Mitglieder vor Ort. Und wie gesagt, sind sowohl deutsche als auch lokale Unternehmen, die natürlich mit Deutschland oder beziehungsweise Beziehungen zu Deutschland haben. Wir sind auch offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft vor Ort. Das machen wir in enger Kooperation mit den Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amtes und auch mit der GTI. Wie die Kollegin vorher gesagt hat, wir arbeiten eng zusammen vor Ort und wir haben sozusagen eine große Bürogemeinschaft, wo, wie gesagt, ungefähr 50 GTI-Kollegen auch in unserem Büro sitzen. Und wie gesagt, auch bei der Suche und Sammlung von Informationen versuchen wir auch ganz konkret in Kooperation mit GTI zu arbeiten.
unserer Tätigkeit in der Vertretung der deutschen Wirtschaft machen wir natürlich auch ganz konkret mit Veranstaltungen. Und hier habe ich für Sie die Zahl vom Jahr 2018 dargestellt. Wir haben mehr als 5.500 Veranstaltungen und 700 Delegationsreisen im Ausland organisiert. Und somit konnten wir mehr oder weniger 45 Kontakte im Bereich Politik, Investition und Verbandwesen für deutsche Unternehmen weltweit pflegen. Wir sind aber auch Dienstleister für Unternehmen. Unsere Dienstleistungen, im Gegenteil zu Meteor-I, sind natürlich mit Kosten verbunden. Wir bieten kostenlose Erstberatungen für deutsche Unternehmen, aber wenn dann die Zusammenarbeit weitergeht, dann bieten wir normalerweise kostengünstig günstigste Dienstleistungen, weil wir natürlich uns vor Ort auch finanzieren müssen. Das ist was wir dann vor Ort für Unternehmen machen. Und die Marke DE International, und deswegen auch in der Bezeichnung meiner Position DE International, ist die Marke, mit der wir unsere Dienstleistungen im Ausland anbieten. In dem Bereich haben wir letztes Jahr mehr als 3.000 Anfragen erhalten und sowohl im Ausland als auch in Deutschland, weil wir immer eng mit den IHKs auch arbeiten, 1.300 Beratungsgespräche insgesamt durchgeführt. Und insgesamt haben wir 2.000 Mitarbeiter weltweit. Alle unsere Mitarbeiter sitzen natürlich in den 140 Standorte, die ich vorher genannt habe. Ja, aber was können wir wirklich für Unternehmen im Ausland machen? Also wie können wir deutsche Unternehmen ins Ausland bringen? Natürlich, die Vorbereitung ist essentiell. Man muss Informationen sammeln. Also wie gesagt, wir arbeiten sehr eng mit der GTAI zusammen, was die Länderinformationen angeht. Wir haben auch unsere eigene Informationen. Diesen werden zum Beispiel auch vom DIHK zusammengestellt anhand von Umfragen. Ich werde später einige Beispiele zeigen. Außerdem ist es auch sehr wichtig, mit Experten direkt in Kontakt zu treten. Wie gesagt, die IHKs organisieren Beratungsgespräche für ihre eigenen Mitglieder in Zusammenarbeit mit den AHKs oder sogar Inhouse-Beratungen. Und als ich in Italien war, fand ich immer die Inhouse-Beratungen besonders interessant, weil man natürlich die Gelegenheit hat, personalisierte Gespräche zu führen und direkt bei den Unternehmen in Deutschland, was auch sehr, sehr hilfreich ist, weil somit kriegen wir direkt Informationen von den Unternehmen, damit wir auch noch stärker vor Ort agieren können, anhand der Informationen, die Unternehmen zur Verfügung stellen. Außerdem ist sehr wichtig auch die Besuche von Veranstaltungen und Fachmessen im Ausland. Da unterstützen wir auch deutsche Unternehmen weltweit, aber auch lokale Unternehmen, die gerne in Deutschland an Fachmessen teilnehmen wollen. Wir sind nämlich in vielen Ländern Vertreter von deutschen Messengesellschaften. Und so kriegen wir auch immer wieder Anfragen in diesem Bereich. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man direkt ins Ausland reist. Da bieten wir auch in diesem Fall in Zusammenarbeit mit den IHKs und mit den Institutionen der deutschen Außen- und Wirtschaftsförderung, wie zum Beispiel Ministerien, BMWI vor allem, aber auch anderen Institutionen und Fachverbände, bieten wir Delegationsreisen. Und da haben wir immer eine politische Vertretung dabei, aber grundsätzlich ein Unternehmen dabei, die wir begleiten. Und so versuchen wir überwiegend Erkundungsreisen zu organisieren, damit die Unternehmen, und Sie in diesem Fall, direkt Einblicke in die Märkte haben. Und last but not least kann man direkt natürlich mit der AHK in Kontakt treten, ohne große Recherchen, und somit eventuell auch Dienstleistungen von den AHKs in Betracht ziehen. Wir haben keinen richtigen Katalog von Dienstleistungen,
Alle AAKs bieten mehr oder weniger alle die gleiche Dienstleistung und versuchen ja auch hier zentral ein bisschen die Standards ähnlich zu halten weltweit. Das heißt, wir haben keinen richtigen Katalog, aber wir versuchen immer wieder die Anfrage der Unternehmen so gut zu verstehen, damit wir dann personalisierte Angebote zur Verfügung stellen können. Also wie gesagt, auch bei uns kann man Informationen aus erster Hand sammeln. Der DIHK in diesem Fall veröffentlicht regelmäßig Informationen zu außenwirtschaftlichen Themen. Auf der Webseite www.dihk.de im Bereich Themenfelder international kann man eigentlich alle möglichen Informationen zum Thema Außenwirtschaft. Und da haben wir sowohl Publikationen als auch Newsletters. Ich habe für Sie hier vier Beispiele gelistet. Einmal die Publikation Going International. Das würde im März, also die letzte Ausgabe würde im März 2019 veröffentlicht. Und diese Publikation wird in Zusammenarbeit mit den IAKs erstellt. Da werden jedes Jahr ungefähr 2000 auslandsaktive Unternehmen mit Sitz in Deutschland über ihre Erwartungen rund um ihre Auslandsgeschäfte gefragt. Das heißt, da sammeln wir Informationen aus den Unternehmen direkt, die im Ausland tätig sind. Dann habe ich für Sie hier den Außenwirtschaftsreport nochmal in der Liste genommen. Diese Publikation wird seit 2009 veröffentlicht. Das wird auch in Zusammenarbeit mit der IAK-Organisation entwickelt. Und die IAK-Organisation, in diesem Fall die Experte der IAKs im Außenwirtschaftsthemen, bieten ihre eigene Einschätzung zum außenwirtschaftlichen Umfeld und zum Handelsbeschränkungen. Dann haben wir, was ich persönlich sehr interessant finde, die Publikation AK World Business Outlook. Das wird in Zusammenarbeit mit den AKs entwickelt. Das ist eigentlich eine Umfrage. Die letzte Ausgabe wurde im Herbst 2018 veröffentlicht. Das ist auch in englischer Sprache auf der Webseite zu finden. Bei dieser Umfrage werden ungefähr 3500 Unternehmen gefragt. Diese sind sehr häufig Mitglieder einer AK oder einfach sind Firmen, die im Ausland tätig sind. Und wie gesagt, dann News International, das ist eine der Newsletter, die wir auf der Webseite veröffentlichen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, sowohl die Newsletter runterzuladen oder wie bei GTI sich zu abonnieren. Und da werden auch, wie gesagt, immer wieder Themen gesammelt zum großen Thema Außenwirtschaft. Da haben wir zum Beispiel eine speziell für Brexit gemacht, aber dann auch allgemein zu Handelshemmnisse. Was auch ganz interessant bei unserem Angebot ist die Webseite www.ak.de. Das ist die zentrale Webseite der AKs. Und seit einigen Monaten haben wir zum ersten Mal eine Bot-Lösung eingebaut. Hier sehen Sie einen Screenshot der Webseite. Und die Bot-Lösung ist dafür da, um Kontakte aus dem AK direkt zu vermitteln. In diesem Fall habe ich praktisch geschrieben, dass ich auf der Suche nach Marktinformationen in Argentinien bin. Und der Bot hat für mich dann einen direkten Kontakt rausgesucht. In dem Fall Frau Theresa Behm. Und der gibt direkt die Telefonnummer und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eine E-Mail direkt schreiben kann oder dass man direkt zur Webseite der AK weitergeleitet wird. Auf der Webseite der einzelnen AKs kann man wiederum zusätzliche Newsletter, Events und Marktinformationen finden. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man zur Webseite der GTI nochmal weitergeleitet wird. Sowohl auf dieser Webseite, auf der zentralen Webseite der AKs, da haben wir unsere Standorte gelistet. Und wenn man Länderinformationen sucht,
wird direkt zur Webseite der GTAI weitergeleitet, weil wir als Partner auch unsere Aufgaben vor Ort so ganz klar getrennt haben. Bald werden wir auch eine bessere englische Webseite haben, weil momentan die Texte in der englischen Version der Webseite knapp sind. Und werden wir auch eine Event-Verzeichnis hier auf dieser Webseite einbauen, damit wir alle möglichen Events, die von den Kollegen vor Ort organisiert werden, nochmal hier klar gelistet bekommen. Momentan ist es so, dass man, wenn man auf die lokale Webseiten der AHK geht, dass man da aktuelle Termine finden kann. Die Termine natürlich sind nicht nur Veranstaltungen, die im Ausland stattfinden, sondern auch Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit mit den IHKs oder mit, wie gesagt, mit unseren Außenwirtschaftspartnern in Deutschland organisiert werden. An welchen Stelle können wir Sie ganz konkret unterstützen? In diesem Fall habe ich für Sie ein paar Beispiele mitgebracht, die meiner Meinung nach ganz kurz erklären können, was sind die Schwierigkeiten, die Unternehmen im Ausland finden können. Genau, einfache Beispiele, die aber meiner Meinung nach ganz gut dazu dienen, die Situation zu verstehen und auch zu verstehen, wie wichtig sind die Marktinformationen oder allgemein das Verständnis des Marktes. Hier zum Beispiel ein Fall aus Indien, Produktanpassung. VW hat, das ist auch sehr interessant, hat ein erstes Modell von Volkswagen speziell für Indien konzipiert. Das wurde sogar in Indien geplant und gebaut. Und diese Entwicklung wurde aus verschiedenen Gründen erforderlich. Einmal, weil, und das ist vielleicht eine Information, die die AK auch ganz gerne und schnell für die Kunden zur Verfügung stellen könnte, ist, dass für die Fahrzeuge in Indien, die kürzer als 4 Meter sind, bekommt man eine sehr niedrige Kfz-Steuerung. Also solche Fahrzeuge werden praktisch geringer gesteuert. Die Inder wiederum interessieren sich für Limousinen-Forming-Autos. Deswegen Passat und solche Modelle kommen mehr in Fragen. Was haben die VW-Leute gemacht? Da haben wirklich eine Mischung dieser zwei Modelle gemacht und dann am Ende dieses Auto, die VW Ameo, entwickelt. Und so konnten die praktisch noch stärker in den Markt rein und sogar die Produktion vor Ort noch verstärken. Ein zusätzliches Beispiel, da kann mir wahrscheinlich die Kollegin aus GTI widersprechen oder eventuell auch bestätigen. Kundenerwartungen China. Wir haben einen Produzent aus Deutschland, der seine Produkte in China sehr erfolgreich vertreibt, weil er keine voll übersetzte Verpackung nutzt. Chinas Verbraucher bevorzugen nämlich Marke aus dem Ausland und natürlich bei Milchprodukten sind deutsche Hersteller sehr bekannt. Das Missvertrauen der Chinesen gegenüber der lokalen Produzenten hat natürlich einen guten Grund. Vor 10 Jahren ungefähr sind mehrere hunderttausende Kinder knapp krank geworden, weil chinesische Produzenten die Milch gepanscht hatten. 6 sogar sind gestorben. Und so konnten diese Hersteller aus Deutschland stärker präsent sein, weil die ganz klar mit der Verpackung gezeigt haben, natürlich in konformer Weise, dass die keine lokalen Produzenten sind, sondern aus Deutschland mit Milchprodukten made in Germany. Solche Informationen nochmal können die AHK-Kollegen ganz gut vor Ort rausfinden, bei Marktrecherche, bei der Vertriebspartnersuche. Und hier habe ich versucht, für Sie eine Zusammenfassung des Angebots der Dienstleistungen der AHK. Also wir fangen wirklich sehr einfach an mit Publikationen, mit Anzeigen. Wir unterstützen deutsche Unternehmen bei der Organisation von
Messeteilnahmen und bei der Delegation, bei der Organisation von Delegationen. Wir begleiten viele, wie gesagt, viele Delegationen ins Ausland, aber auch Richtung Deutschland. Dann habe ich hier für Sie die Themen, die sozusagen im zweiten Schritt in Frage kommen: Marktstudie und Partner suchen, Vertriebsunterstützung und Einkaufsunterstützung. Wir bekommen immer mehr Anfragen von deutschen Unternehmen, die gerne im Ausland einkaufen wollen. Und da gibt es viele AKs, die jetzt anfangen, Plattformen einzubauen, wo deutsche Hersteller bzw. deutsche Einkäufer ihre Anfrage veröffentlichen können und mit der Unterstützung der IHK, der AHKs validierte Kontakt- bzw. Lieferantensuchen durchführen können. Nachdem der Markt sozusagen bearbeitet ist und eine gewisse Vertriebsstruktur vorhanden ist, dann bieten wir auch zusätzliche Dienstleistungen, wie zum Beispiel Personalvermittlung oder Firmen- und Bürogründung. In dem Fall vermitteln wir Kontakte von Experten, die von uns im Vorfeld geprüft sind. Und diese sind normalerweise in beiden Ländern tätig. Also die können dann zweisprachig auch unterstützen, genau wie die AK-Mitarbeiter. Und wie gesagt, da geht es bis hin zur Konsolidierung des Marktes. Es gibt sogar Kollegen bzw. Kammern, die Dienstleistungen anzubieten, für deutsche Unternehmen, die schon mal am Markt tätig sind und die sich nur auf den Kerngeschäft sich konzentrieren wollen und zum Beispiel die Verwaltungsaufwände nicht mehr direkt ausüben wollen. Wir bieten in dem Fall auch Dienstleistungen wie zum Beispiel Lohn- und Buchhaltung in Outsourcing. Das machen aber nicht alle AKs. Auch in diesem Fall würde ich dann direkt empfehlen, dass Sie, wenn Sie sich für ein bestimmtes Land interessieren, dass Sie dann direkt mit den Kollegen vor Ort Kontakt aufnehmen oder mit uns zentral und da werden wir für Sie herausfinden, ob die Dienstleistungen auch in den Ländern, die für Sie in Frage kommen, durchgeführt werden. Hier habe ich für Sie nochmal zusammengefasst die Varianten des Markteinstiegs dargestellt. Also wie gesagt, je mehr Kontrolle das Unternehmen im Ausland haben möchte, desto höher sind natürlich die Kosten, die Betriebskosten vor Ort, aber auch die Kosten der Dienstleistung der AHK. Weniger Kontrolle, wenn man weniger Kontrolle möchte, dann ist eine Vertriebspartnersuche die richtige Lösung. Aber auch da ist sehr wichtig, dass Sie dann direkt mit den Kollegen in Kontakt treten und Ihre eigene Situation am besten transparent schildern. Weil wir versuchen immer, als Ihre eigenen Mitarbeiter im Ausland, in Ihrem Auftrag zu agieren. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Sie mit klaren Informationen kommen und die Erstberatung nutzen, um alle möglichen Informationen zu vermitteln, damit wir auch ganz transparent für Sie im Ausland tätig sein können. Ja, also wie gesagt, Marktkenntnis ist Schlüssel, ja, aber auch die Zusammenarbeit mit uns muss transparent sein, damit wir beide die richtige Lösungen für die Kooperation auch finden können. Ich habe hier für Sie nochmal alles zusammengefasst. Wenn man mit einer einfachen Recherche anfängt, ist natürlich sehr nützlich, die zentrale Webseite der AHK zu nutzen, aber vielleicht noch besser, wenn Sie die lokale Webseite der AHKs nutzen. Die Zusammensetzung der Webseite ist immer die gleiche, und zwar www. Land, also Italien, China und so weiter und so fort, .ak.de. Die Webseite des IHK für die allgemeine Information zum
aus den Wirtschaftsthemen. Und natürlich Ihr ersten Ansprechpartner, wenn es um Internationalisierung angeht, ist die AKAS. Deswegen habe ich hier für Sie die allgemeine Webseiten der IAKAS gelistet. Da gibt es auch eine sehr gute Suchfunktion, der sogenannte IAK Finder. Da können Sie, also in jedem Fall ist es nicht so schwierig, weil Sie bei dieser IAK als Mitglied registriert sind. Aber wenn Sie andere Büros haben, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man auch Recherche durchführt. Wie gesagt, der Bot kann man auch ruhig nutzen, um direkte Kontakte von den AK-Kollegen zu bekommen. Genau das gleiche gilt für die Events in Deutschland und im Ausland. Immer entweder die IAK-Webseite, Internationalbereich, oder die lokale AK. Und wie gesagt, für die Services empfehlen wir immer, dass Sie direkt mit den lokalen Kollegen Kontakt aufnehmen. Wenn die Zeitverschiebung ein Problem ist, dann können Sie natürlich uns hier in Berlin ständig kontaktieren. Da werden wir für Sie den Kontakt erstellen und eventuell Ihnen sagen, wann die Kollegen dann vor Ort sind. Nur als Beispiel, ich habe jetzt zu diesem Thema keine Slide vorbereitet, aber wir waren auf der Hannover-Messe letzte Woche und da hatten wir mehr als 60 AKs vertreten. Und da haben wir versucht, im Vorfeld, auch dank der Zusammenarbeit mit den IAKs, Gesprächstermine vor Ort zu organisieren. Das sind auch gute Möglichkeiten, um schnell alle Kollegen vor Ort zu treffen. Also für viele von Ihnen wahrscheinlich ist die Messe nicht so wichtig, weil ich habe gesehen von der Teilnehmerliste, es gibt viele Unternehmen, die nicht unbedingt im Bereich Industrie tätig sind. Für uns ist die Messe sehr wichtig, weil also für Deutschland und allgemein für die AKAS ist das Thema Industrie sehr wichtig, weil das ist eine der Wirtschaftszweige, die einfach mit Deutschland verbunden ist. Deswegen sind wir stark präsent. Aber solche Veranstaltungen sind immer wieder gute Möglichkeiten, um die Kollegen dann persönlich hier in Deutschland zu treffen. Genau wie die Beratungsgespräche bei den IAKs. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner im Ausland. Deswegen freuen wir uns immer, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Und hier finden Sie nochmal meine Kontaktdaten, falls Sie konkrete Anfragen haben, die ich gerne an die Kollegen weiterleiten werden. Und somit bin ich mit meiner Präsentation fertig. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich sehe schon. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Vivian Küppers und ich freue mich, Ihnen heute Datenbanken für Zollinformationen vorstellen zu dürfen. Die Europäische Kommission und auch nationale Behörden, wie beispielsweise die Zollverwaltung oder andere Bundesbehörden, stellen mittlerweile eine Vielzahl von Datenbanken zur Verfügung, mit denen Sie erforderliche Informationen für Ihre Import- oder Exportfragen abrufen können. Für Ihren Warenhandel stehen Ihnen Informationen wie Zollsätze bei Wareneinfuhren, Warennummern oder benötigte Dokumente für den Warenexport in Datenbanken kostenfrei und öffentlich zugänglich zur Verfügung. Meine Agenda sieht Folgendes vor: Ich werde wohl heute nicht alle Datenbanken ansprechen können, sondern möchte Ihnen heute Online-Tools vorstellen, die für Ihren Im- oder Export hilfreich sein können. Wie Sie beispielsweise schnell Personen- oder Länderembargos prüfen können oder welche Informationen Sie für Ihre Waren-Ein- oder Warenausfuhr ermitteln können. Sie finden die Internetlinks zu den vorgestellten Online-Datenbanken wie auch weiteren Datenbanken am Ende der Präsentation. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind Verordnungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus erlassen worden. Diese Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und sind von jedem zu beachten. Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in diesen Verordnungen aufgeführt sind, dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Solche Bereitstellungsverbote sind auch in den meisten länderbezogenen Embargos der EU enthalten. Für Sie bedeutet dies, meine Damen und Herren, konkret, jeder Ihrer Geschäftskontakte ist auf Übereinstimmung zu prüfen.
Am Beispiel Ministry of Defense in Syria stehen Ihnen über die Finanzsanktionsliste des Justizportals des Bundes und der Länder oder eine Landkarte, die sogenannte EU Sanctions Map der EU-Kommission, als Online-Prüfmöglichkeiten hierfür zur Verfügung. Kommen wir nun zum EU-Zolltarif. Der Zolltarif ist das wichtigste Instrument der Zollpolitik. Er kommt bei Zollabfertigung zum Einsatz und dient als Grundlage für die Abgabenerhebung bei der Wareneinfuhr. Sowohl der elektronische Zolltarif wie auch der TARIC, der integrierte Tarif der Europäischen Gemeinschaft, bieten Ihnen eine schnelle Recherchemöglichkeiten für beispielsweise die Ermittlung einer statistischen Warennummer, also die Codenummer oder auch Zolltarifnummer genannt, oder andere Angaben wie Zollsätze, Steuersätze, Einfuhrverbote oder Beschränkungen und Besonderheiten über die Herkunftsländer, aber auch Bevorzugung, das heißt Präferenzmaßnahmen oder andere handelspolitische Maßnahmen. Die richtige Zolltarifnummer und Einreihung von Waren in den EU-Tarif oder in den EU-Zolltarif ist von großer Bedeutung. Danach bestimmen sich Zölle, Steuern, Verbote und Handelsbeschränkungen. Für die Ermittlung einer Zolltarifnummer habe ich beispielhaft hier mal über den elektronischen Zolltarif eine Recherche vorbereitet. Und zwar die Suche nach einer Zolltarifnummer für runde Dichtungen aus Weichkautschuk. Sie haben im elektronischen Zolltarif unter dem Reiter Einreihung ein Stichwortverzeichnis mit einer Suchmöglichkeit. Der Suchbegriff Dichtung führt im Ergebnis zwar zu Dichtungen, aber wir finden leider keinen Hinweis, ob diese aus Weichkautschuk sind oder aus welchem Material. Verändern wir nun die Suche und tragen Dichtung aus Weichkautschuk ein. Wir erhalten sofort eine sechsstellige Zolltarifnummer, die Unterposition, über die Verlinkung gelangen wir zu der zehnstelligen Zolltarifnummer, die wir für die Einfuhr benötigen, für andere Dichtungen als rechteckig. Schauen wir uns nun die Information zur Zolltarifnummer im TARIC an. Die Suchfunktion im TARIC ist über zusätzliche Kriterien auszuwählen. Erst danach finden Sie die Möglichkeit der Eingabe eines Suchbegriffes. Im Ergebnis erhalten wir auch hier eine Information zu Dichtungen mit einer Unterposition, aber leider nur in Form eines Rechtecks. Da wir die Zolltarifnummer für runde Dichtung suchen, scheint es nicht die richtige Zolltarifnummer zu sein. Welche Zolltarifnummer können wir denn nun jetzt verwenden? Ein Blick in eine Datenbank der EU-Kommission kann uns hier eine Orientierungshilfe bieten. Denn die in der Europäischen Union erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte sind veröffentlicht in einer Datenbank zu finden. Darin können verbindliche Zolltarifauskünfte abgefragt werden und Ihnen sogar eine wertvolle Interpretationshilfe bei Tarifierungs- oder Auslegungsfragen bieten, denn Entscheidungen der Zollverwaltung sind ebenfalls mit veröffentlicht worden. So, mit unserer Zolltarifnummer für Dichtung möchten wir nun die Höhe des Zollsatzes und welche Besonderheiten gegebenenfalls zu berücksichtigen sind bei der Einfuhr aus China ermitteln. Dafür gehen wir dann in den elektronischen Zolltarif zunächst. Über den elektronischen Zolltarif lassen sich sowohl Informationen zur Einfuhr als auch zur Ausfuhr ermitteln. Da uns die Einfuhrabgaben interessieren, wählen wir zur Einfuhr aus. Nach Angabe der zehnstelligen Zolltarifnummer und des Herkunftslandes erhalten wir hier die Informationen über eine Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19%, einen Drittlandszollsatz in Höhe von 2,5% und
dass die Einfuhr unter Umständen sogar der Einfuhrkontrolle unterliegt. Schauen wir uns nun mal die Informationen an, die der Tarek bereitstellt. Auch hier tragen wir die zehnstellige Zolltarifnummer ein, sowie das Herkunftsland, China. Im Vergleich zum elektronischen Zolltarif bietet der Tarek bis auf die angezeigte Einfuhrumsatzsteuer ebenfalls diese Information. Eine mögliche Einfuhrkontrolle, ein Drittlandszollsatz in Höhe von 2,5%. Aber wir sehen auch darüber hinaus noch die Information, dass die Ausfuhr einer Genehmigung unterliegt, wenn es sich um ein Dual-Use-Gut handelt. Ein weiteres Tool der EU-Kommission für ihre Ermittlung bei Wareneinfuhren stellt die Importdatenbank Trade Help Desk dar. Wir verändern einfach mal unser Importland. Und zwar möchten wir jetzt Dichtungen aus Indien importieren. Hier ist zusätzlich noch das Importland der EU, also in unserem Fall Deutschland, einzutragen. Und wir haben wieder die runden Dichtungen aus Weichkautschuk. Einfuhrrelevante Informationen wie die Höhe des Einfuhrzollsatzes, mögliche Zollbegünstigung, wenn ein Präferenznachweis aus Indien für die Zollabfertigung vorgelegt wird, finden Sie in dieser Datenbank. Aber auch Hinweise zum Handelsvolumen zwischen der EU und Indien, was unsere Dichtung betrifft. Schauen wir uns mal die Exportseite an. Möchten Sie Waren in Drittländer, also außerhalb der EU, exportieren, bietet Ihnen die Marktzugangsdatenbank der EU-Kommission übersichtliche Informationen zu den Zollsätzen, den Einfuhrvorschriften und weiteren produktbezogenen Bestimmungen des jeweiligen Einfuhrlandes. Die Market Access Database für die Einfuhr von Dichtungen in China haben wir über Export Firm EU die Möglichkeit, das Einfuhrland einzutragen sowie die entsprechende Ware als Zolltarifnummer. Sie finden dann unter Tariffs die Einfuhrzollsätze, die sich in ihrer Höhe unterscheiden können. Dies ist abhängig vom Exportland und ob ein WTO-Zollsatz angewandt wird. Zu den produktbezogenen Einfuhrbestimmungen haben Sie direkt in der Ansicht Tariffs die Möglichkeit, dies auszuwählen oder auch hier das Handelsvolumen in China für die Dichtungen zu ermitteln. Beispielsweise für Marktanalysen oder einfach die Information, wie hoch sind die Werte, die zwischen China und EU die Dichtungen betreffen, fließen. Schauen wir uns mal die produktbezogenen Informationen an. Unter Procedures and Formalities finden Sie also produktbezogene Informationen für die Einfuhr der Dichtung in China. So benötigt Ihr chinesischer Geschäftspartner neben einer Rechnung unter anderem ein Ursprungszeugnis. Über die einzelnen Verlinkungen gelangen Sie zu Formularbeispielen, Ursprungsregeln oder weiteren Informationen.
Als exportierendes Unternehmen oder bei Ihren Warenverkäufen stellt sich häufig die Frage, ob Ihre Ware den Präferenzursprung Europäische Union erfüllt. Oder mit welchen Ländern hat die EU überhaupt Präferenzabkommen geschlossen? In welche Länder können Sie Ihre Waren zollvergünstigt oder sogar zollfrei anbieten? Antworten auf diese Fragen kann Ihnen zunächst die Datenbank der Zollverwaltung Warenursprung und Präferenzen bieten. Hier finden Sie eine Übersicht der bestehenden Präferenzabkommen und auch die Information, ob die vorgenommene Bearbeitung an der Ware ausreichend ist, wenn Sie Vormaterialien einsetzen, ohne Ursprungseigenschaft, das heißt Drittlandswaren, um letztendlich den Präferenzursprung EU zu erlangen. Unter Eingabe der HS-Position, also die ersten vier Stellen Ihrer Zolltarifnummer, können Sie prüfen, ob die erforderlichen Kriterien in Ihrem Haus erfüllt werden. Bitte beachten Sie, meine Damen und Herren, der Präferenzursprung ist nicht gleichzusetzen mit dem handelspolitischen Ursprung einer Ware, also dem tatsächlichen Ursprungsland. So, wir sind fast am Ende der Präsentation angelangt. Auf folgenden beiden Seiten finden Sie eine Übersicht der kostenfreien online zugänglichen Datenbanken, die Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit hilfreich sein können. Unter anderem auch die Möglichkeit, EURI-Nummern zu prüfen, die REX-Nummer oder auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu prüfen. Hier finden Sie nochmal die Links zur Market Access Database, Warenursprung, Präferenzen, aber auch hier weitere Links zur Prüfung von Exportvorgängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, oder vielleicht einmal generell auch nochmal zu den Kosten. Also ich hatte ja gesagt, dass eben 99% der Marktinformationen kostenfrei sind. Also wirklich, was mir nur einfällt, sind diese Ausschreibungshinweise und letztlich unseren Auskunftsservice. Den hatte ich jetzt nicht erwähnt, aber kann ich ja in diesem Zusammenhang eben auch nochmal erwähnen. Also wir bieten eben auch sozusagen zusätzlich zu den Marktberichten, die wir haben, wenn es dazu gesonderte Rückfragen gibt oder nochmal detailliertere Recherchen notwendig sind, bieten wir einen Auskunftsservice an. Also man kann bei uns anfragen, ob man letztlich die Informationen recherchieren könnte. Das müssen wir dann immer mit den jeweiligen Auslandskollegen abklären, ob dafür Kapazitäten bestehen und ob letztlich auch die Information recherchiert werden kann. Und wenn das so ist, dann ja, würden wir sozusagen einen Kostenvoranschlag machen. Wir haben da feste Sätze pro halbe Stunde, die dann anfallen. Also das ist letztlich auch noch etwas, was wir machen. Also vielleicht erstmal ganz kurz einen Schritt zurück. Die Inhouse-Beratungen werden in Deutschland angeboten, normalerweise von IHKs in Zusammenarbeit mit den AHKs. Wir arbeiten nur mit unseren eigenen Mitarbeitern, sowohl in Deutschland, wenn wir Unternehmen in Deutschland besuchen, als auch im Ausland, wenn wir für deutsche Unternehmen tätig werden. Wir involvieren eventuell Geschäftspartnern, aber als Resultat der Recherche, die wir für sie im Ausland durchführen. Also wir suchen für sie sozusagen Geschäftspartner, Handelsvertreter oder wie auch immer Geschäftskontakte im Ausland. Die werden aber nur am Ende der Recherche involvieren. Die prüfen wir und zusammen mit dem Auftraggeber, in diesem Fall die deutschen Unternehmen, die uns beauftragt haben. Und dann können Sie mit denen, also entscheiden Sie, ob Sie mit denen arbeiten wollen oder nicht. Also wir arbeiten nur mit unseren Mitarbeitern, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Wir arbeiten nur mit Steuer- und
Rechtskanzleien, weil wir leider, was heißt leider, weil wir einfach nicht Kanzleien sind. Und diese werden, normalerweise sind es langjährige Kooperationen und die Zusammenarbeit wird dann direkt von unseren Fachkräften vor Ort, die zum Teil auch Rechtsanwälte sind. Deswegen können die dann klar prüfen, dass die in der Lage sind, professionelle Dienstleistungen anzubieten. Und was auch sehr wichtig für uns ist in dieser Prüfung, ist, dass die Firmen nicht nur im Ausland tätig sein wollen, also in den lokalen Markt, sondern auch in Deutschland. Und normalerweise sind bekannte Kanzleien, die schon mal für sich einen Ruf haben. Also wir haben natürlich unsere, also sagen wir mal, da haben wir zwei unterschiedliche Zielgruppen. Diejenigen, die mit uns arbeiten wollen, also Arbeitssuchende, die mit den AKs arbeiten wollen. Da haben wir in Deutschland eine zentrale Plattform der IHK-Organisation, wo auch die Stellenausschreibungen für AKs im Ausland veröffentlicht werden. Und dann vermitteln wir auch lokale Fachkräfte für deutsche Unternehmen. Das machen wir auch dank der Projekte, die wir immer wieder im Bereich duale berufliche Bildung durchführen oder extra mit Plattformen. Es gibt manche Kammern, die ihre eigene Jobbörse sozusagen auf ihrer eigenen Webseite haben. Es gibt manche Kammern, die eine gemeinsame Lösung nutzen. Diese Lösung heißt Job Exchange. Und da gibt es die Möglichkeit für deutsche Unternehmen Anzeige zu veröffentlichen und für lokale Fachkräfte natürlich ihre eigene Lebensläufe hochzuladen. Und so versuchen wir die Angebote und Nachfrage im Ausland auch so ein bisschen zu unterstützen. Also sagen wir mal, dass alle AAK-Büros, also fast alle, eine interne Rechtsabteilung haben. Die europäischen Kammern sind sehr stark im Thema Mitarbeiterentsendung aktiv. Ich weiß, dass manche Kollegen in Europa, die sogar Merkblätter für deutsche Unternehmen produziert haben, um das Thema nochmal ganz konkret zu behandeln. Könnte hier beispielsweise die AK Österreich nennen oder auch die, sage ich jetzt, die AK Italien. Die haben ein Merkblatt produziert für Italien, für das Thema Arbeitnehmerentsendung, die sogar im März nochmal aktualisiert wurde. Das heißt, die Kollegen, zumindest die Kollegen, die in Europa sind, sehr stark sich mit dem Thema beschäftigen. Nach finden Sie in den Datenbanken, die ich Ihnen eben präsentiert habe, sowohl im elektronischen Zolltarif wie auch im Tarif als auch im TradeType, dass die Informationen zu den Einfuhrzollsätzen in Japan, ja. Die vorgestellten Datenbanken sind alle ohne Registrierung frei öffentlich zugänglich. Die verbindlichen Zolltarifauskünfte, die können Sie ohnehin nur schriftlich beantragen beim Zollamt Hannover, allerdings wohl nur für die Einfuhrseite. Aber für die Ausfuhrseite können Sie nicht diese nichtsdestotrotz verwenden. Da würde ich auch immer darauf zurückgreifen, weil da auch tatsächlich dann die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen der Zollverwaltung mit veröffentlicht wurden. In der Regel, also kann es schon mal bis zu einigen Monaten dauern. Also Erfahrung, die ich nur gehört habe, ist, dass es stellenweise Monate dauern kann.